Kapitel 11. 4 Monate vor dem Fall. Vandal stöhnte und versuchte, sich aufzusetzen. In seinem Kopf drehte sich alles und er streckte die Hand aus, um sein Gleichgewicht zu finden. Aber das machte es nur noch schlimmer. Er fiel auf den harten Boden zurück und stieß sich den Kopf. Seine Stirn fühlte sich nass an, als er sie betastete. Er hatte sich wieder geschnitten. Das Blut von seinem letzten Aufstehversuch verklebte noch immer sein Haar. Er würgte. Das Dämonenfleisch in seinem Magen versuchte, sich zu befreien. Der Gedanke erfüllte ihn mit Übelkeit, ließ ihn aber gleichzeitig das Wasser im Mund zusammenlaufen. Rings um sich hörte er Schreie und Stöhnen und Rabbeln. Manchmal erkannte er die Stimme anderer Aspiranten. Manchmal sagte er sich, dass das alles nur seiner Einbildung entsprang, dass er in seiner eigenen, ganz persönlichen Hölle gefangen war. Die Luft stank nach verrottetem Fleisch, nach Wundbrand, Eiter und Exkrementen. In regelmäßigen Abständen klapperte die Hufe der Zerschlagenen über den Steinboden, wenn sie den Raum wischten oder die Kranken wuschen. Zweimal hatten sie auch ihn mit Schwämmen betupft, bis er sie von sich fortstieß. Er wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Bunte Glühwürmchen huschten durch sein Blickfeld. Anfangs hatten sie ihm Hoffnung gegeben, dass sein Sehvermögen vielleicht doch zurückkehren könnte. Doch inzwischen wusste er, dass sein Verstand ihm Streiche spielte, ihm vorgaukelte, dass er etwas sah, wann immer er etwas in der Nähe hörte. Scherbenmond, Dämonenmond, Blutmond. Die Stimme, die diese Worte rief, kam ihm bekannt vor, aber er war sich nicht sicher, woher. Dämonen, ein Dämon naht. Ledrige Flügel flatterten, ein Windhauch streichelte Wendels Gesicht. Steh auf, befahl Illidan. Du hast dich lange genug ausgeruht. Es war das erste Mal seit dem Ritual, dass er die Stimme des Verräters hörte und seine Lippen verzogen sich zu einem irren Grinsen. Was soll das bringen? Ich kann nicht sehen. Ich dachte einst dasselbe, aber jetzt kann ich bis ans Ende des Universums sehen. Es ist näher, als die meisten glauben. Vandal dachte an den Feldzug der brennenden Legion, an die zahllosen, verwüsteten Welten, die sie hinter sich zurückgelassen hatte, und er verstand den bitteren Humor in den Worten des Verräters. Ich weiß. Dann weißt du auch, wogegen wir kämpfen und warum. Eine arrogante Gewissheit schwang in Illidans Tonfall mit, die Vandal mit Zorn erfüllte, aber es war auch eine Herausforderung. Das dämonische Bewusstsein in seinem Innern regte sich, reagierte mit so etwas wie Hunger auf Illidans Gegenwart. Gleichzeitig verlieh er Vandal Kraft und stachelte ihn an zu sprechen. Wie wollt ihr den Feind bekämpfen, den ich gesehen habe? Ein Sieg ist unmöglich. 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 Unmöglich, wisperte die Stimme in seinem Hinterkopf. Sie klang noch immer wie er selbst, nur heiser vor Zorn. Der Teufelshund hatte sich in seiner Seele festgesetzt und schien nun auch Vandals Geist und seine Erinnerung beeinflussen zu können. Sei still, fuhr Vandal ihn an. Er hörte das Knarzen von Flügeln, als Illidan sich bewegte. Der Verräter ignorierte seine Worte, als könnte er spüren, mit wem der Elf sprach. Wir müssen kämpfen. Zahllose Welten sind der Legion zum Opfer gefallen und unsere wird die nächste sein, falls wir sie nicht aufhalten. Bruchstücke der apokalyptischen Vision wirbelten durch Vandals Kopf. Er sah brennende Welten und sterbende Nationen und durch all das hindurch sah er die Legion marschieren. Ihr Sieg war ebenso unvermeidlich wie der Tod. Das Ding in seinem Hinterkopf kicherte. Sei still, wiederholte er, aber es ignorierte ihn. Steh auf, forderte Illidan und seine Stimme duldete keinen Widerspruch. Selbst der Dämon in Vandals Bewusstsein schreckte verängstigt zurück. Der Elf stemmte sich auf die Beine und blieb schwankend stehen. Sein Magen rebellierte, die Welt wirbelte einmal mehr um ihn herum. Doch eine klauenbewehrte Hand packte ihn an der Schulter und hielt ihn aufrecht. Zuckende Würmer aus Licht schimmerten neben ihm und krochen vom Punkt der Berührung fort. Ich kann nicht sehen, sagte er. Du kannst alles sehen. Die Welt drehte sich schneller, Lichter flackerten um ihn. Er holte mit der Hand aus, versuchte die Lichter zu treffen, aber sie huschten von ihm fort. Er wurde immer zorniger. Die Glühwürmchen waren überall, bedeckten alles, füllten den gesamten Raum um ihn. Er hörte das Wimmern eines hellgrünen Körpers und erkannte darin einen vom Fieber geplagten Elfen. Vandal drehte den Kopf in Illidans Richtung und sah ein grelles Glühen. Als er genauer hinsah, glaubte er, eine geflügelte Gestalt auszumachen. Ihr habt mich hereingelegt. Ihr wolltet mich stark machen, damit ich gegen die Dämonen kämpfen und meine Familie rächen kann. Seine Wut war wie ein Leuchtfeuer, ebenso hell wie die Aura des Verräters. Sie schenkte ihm Kraft, trieb ihm Hass, bitter wie Galle auf die Zunge.
Er wollte nichts lieber, als seinen Frust in Illidans Gesicht zu rammen und auf ihn einzuschlagen, bis seine Knochen brachen. Er wollte sein Blut trinken und sein Herz essen und die Macht in sich aufsaugen, die gerade vor ihm brannte. Das Schwindelgefühl war verschwunden und er hatte auch keine Probleme, sich zu bewegen, wenn er doch nur seinen Dolch hätte. Ich habe dir all das und mehr gegeben. Das Lodern von Illidans Aura bewegte sich. Wendel drehte den Kopf, um ihm zu folgen, und er erkannte, dass er auch der Quelle der Stimme folgte. Das linderte jedoch nicht seinen Zorn. Frustration kochte in ihm hoch, verstärkte den Wunsch zu schlagen und zu reißen. Er biss sich auf die Lippe, bis Blut floss. Ja, er würde den Verräter töten. Er würde seine Stelle einnehmen. Wendel sprang vor. Er hörte ein raschelndes Geräusch und seine Faust traf etwas Ledriges, von Knochen gesäumtes. Eine Schwinge, Illidans Schwinge. Einen Moment später fegte ihm dieselbe Schwinge vor den Füßen. Er landete auf dem Boden und rollte auf eine weitere wirbelnde Ansammlung von Lichtern zu. Als er sie erreichte, fühlte er, dass er einen lebendigen Körper berührte und er hörte eine fiebrige Stimme ächzen. Es gab keinen Zweifel. Auf gewisse Weise konnte er Dinge wahrnehmen. Er schnüffelte in der Luft, roch durchnässte Bandagen, einen ungewaschenen Leib und darunter das dunkle Aroma des Dämonischen. Es war widerlich und gleichzeitig verstärkte es seinen Hunger. Er wollte sich daran laben und er stürzte vor, schloss die Kiefer um den Arm des kranken Elfen. Eine kräftige Hand packte ihn im Nacken und hob ihn vom Boden, wie ein Elf ein Nachtsäblerjunges hochhebt. Illidan sagte: Genug! Du musst kontrollieren, was in dir ist. Andernfalls wird es dich kontrollieren. Der Zorn trieb Wendel dazu, den Ellenbogen nach hinten zu rammen. Ein Moment später spürte er, wie er durch den Raum geschleudert wurde. Luft rauschte an ihm vorbei, er fühlte die kalte Präsenz der Mauer, einen Moment bevor er dagegen donnerte. Der Aufprall schmerzte aber nicht so sehr, wie er eigentlich erwartet hatte. Wendel rollte sich herum und kam erneut auf die Beine. Der Verräter wollte ihn von seiner Beute fernhalten. Der Elf spannte die Muskeln zum Sprung. Illidans Aura wurde immer schärfer, ein gelbgrünes, grelles Glühen. Flecken dieses Glühens trieben um ihn durch die Luft, formten immer neue Muster, als der Verräter seine Finger und Arme bewegte. Wendel erkannte, was er da sah. Teufelsmagie. Illidan zehrte von ihrer Macht, machte sie sich untertan. Im nächsten Augenblick zuckte ein Strahl dieser Magie von den Fingern des Dämonenjägers und traf Wendel an der Brust. Die Kraft strömte aus seinem Körper wie Wein aus einem umgekippten Glas. Der Schwindel kehrte um das Tausendfache verstärkt zurück und er kippte vor Illidans Hufen zu Boden. So wie seine Kraft versiegt war, versiegte auch sein Zorn. Er fühlte sich wieder wie er selbst, aber er wusste nun, was er sah, was mit ihm geschehen war. Der Dämon, den ich verschlungen habe. Er ist noch immer in mir, nicht wahr? Ja, antwortete Illidan. Und er will frei sein. Wie kann ich ihn kontrollieren? Den ersten Schritt auf dem Weg dorthin wirst du heute machen. Komm mit. Warum? Was warum? Warum seid ihr hier? Warum helft ihr mir? Weil du weißt, wer der wahre Feind ist. Und weil du das Potenzial hast, ein großer Dämonenjäger zu werden. Das sah ich bereits an dem Tag, als dein Dorf niederbrannte. Ich werde Kämpfer wie dich brauchen, bevor das hier vorbei ist. Noch immer benommen und schwach zwang Wendel sich aufzustehen. Sein wahrer Feind, das waren die zahllosen Truppen der brennenden Legion, die in diesem Moment die Eroberung seiner Heimatwelt planten. Einen Moment stand er still, um seine Gedanken zu beruhigen und auf eine Stimme zu lauschen, die nicht seine eigene war. Er konnte nichts hören, aber er wusste, dass das nichts zu bedeuten hatte. Der Dämon war noch immer in ihm und wartete auf eine Gelegenheit, erneut auszubrechen. Inzwischen erkannte er ein Auf und Ab im Strom der Energien um ihn. Die Lichter waren die Auren lebender Wesen, manche hell, andere voll Energie. Die hellsten waren jedoch die, die neben ihm standen. »Seht ihr so die Welt?«, fragte Wendel. »Unter anderem. Dein Geist wird sich im Laufe der Zeit daran gewöhnen. Er passt diese neue Art zu sehen seiner alten Wahrnehmung der Realität an. Und früher oder später wirst du die Welt wieder genauso sehen wie früher. Das ist zwar eine viel eingeschränktere Form der Wahrnehmung, aber unser Verstand sehnt sich nach dem Bekannten. Soll das heißen, ihr könnt zwischen dieser Sichtweise und der Sicht normaler Augen hin und her wechseln? Allerdings. Und es gibt noch viele Abstufungen dazwischen. Er versuchte, sich Illidan vorzustellen, so wie er ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Und langsam formte sich vor ihm ein grobes Abbild des Verräters, wie die Zeichnung eines Kindes im Schlamm. Sein Schlammmund bewegte sich, als Illidan sprach: In gewisser Weise funktioniert es wie Magie. Man muss ein Gefühl für den Strom der Energie entwickeln.
ein Gefühl für die Seelen der Lebenden und der Nichtlebenden. Sie schritten durch eine offene Tür. Wendel spürte den Durchgang, weil die Luft dort weniger dicht war als in der festen Materie ringsrum. Er war sich nicht sicher, wie es funktionierte, aber er spürte auch lebende Wesen und die Energie in ihnen. Sie warteten auf etwas. Illidan schubste ihn nach vorne, sodass er auf Hüfthöhe mit etwas zusammenstieß. Es fühlte sich an wie eine Tischkante. Leg dich hin. Warum? Du erhältst jetzt deine ersten Tätowierungen. Wendel strich mit den Händen über den Tisch, spürte die raue Textur des Holzes. Er hatte seinen Tastsinn stets als selbstverständlich betrachtet, aber erst in diesem Moment erkannte er, wie ungenau seine Sinneswahrnehmung gewesen war. Jetzt konnte er jede Unebenheit im Holz fühlen, jeden Splitter, jede Stelle, die ein wenig rauer war, weil der Schreiner einen Fehler gemacht hatte. Es schien, als wären seine Sinne um ein Vielfaches verstärkt. Er legte sich auf die Tischplatte und Lederriemen wurden um seine Glieder geschlossen. Bei dem Gedanken, dass man ihn fesselte, stieg Panik in ihm auf und das Gefühl wurde noch intensiver, als in einer der Gestalten über ihm Energien aufloderten. Später wirst du lernen, sie selbst anzubringen, aber fürs Erste musst du akzeptieren, dass andere sie in deine Haut stechen. Beweg dich nicht, sagte Illidan. Das hier wird wehtun. Der Tätowierer beugte sich vor und etwas berührte Wendels Haut. Es war so heiß, dass es sich kalt anfühlte. Oder vielleicht war es auch so kalt, dass es sich heiß anfühlte. Er kämpfte gegen den Drang anzuschreien. Als die Nadel zurückgezogen wurde, war ihm, als würde jemand einen Dolch aus seiner Wunde reißen und ihn dabei herumdrehen. Nein, nein, nein! Die Stimme in seinem Kopf brabbelte panisch, ihre Furcht war deutlich spürbar. Es war eine Falle. Dunkle Magie war hier am Werk. Noch einmal stach ihn die Nadel. Schmerz schoss durch seinen Körper. Schlimmer als alles, was er je erlebt hatte, abgesehen von dem Gefühl, als er sich die eigenen Augen herausgerissen hatte. Er warf sich hin und her, versuchte sich zu befreien und die Riemen spannten sich. Hände drückten ihn wieder nach unten. Wieder und wieder biss die Nadel ihm ins Fleisch und jede Berührung ihrer Spitze sandte brennende Qualen durch den Elfen. Gleichzeitig wurde die Stimme in seinem Kopf schwächer und schwächer. Er würde sterben. Diese Magie würde ihn umbringen. Wendel knurrte drohend und wimmerte bettelnd, aber die Schmerzen gingen weiter, bis er sich nicht mehr wehren konnte und nur noch reglos dalag, während der Tätowierer seiner Arbeit nachging. Schließlich löste man die Riemen um seine Glieder. Er schaffte es kaum, sich vom Tisch zu erheben. Sein Zorn und seine Furcht waren verschwunden und zum ersten Mal seit Tagen fühlte er sich wirklich wie er selbst. Das Glühen der Auren um ihn herum nahm er kaum wahr. Seine Sinneswahrnehmung war auf ein normales Spektrum zusammengeschrumpft. Es war, als wäre er unter Drogen gesetzt worden, deren Wirkung erst jetzt nachließ. Ich bin froh, dass es vorbei ist, sagte Wendel. Das Schlimmste kommt erst noch, erwiderte Illidan. Die Wände der Zelle rückten um Wendel zusammen. Unter ihm auf den Höfen hörte er Kämpfe und Übungen. Er fragte sich, ob sie so waren wie er. Eine neue Ladung von Narren, die Illidan mit seinen Versprechen von Macht verführt hatte. Es war eine Erleichterung, nicht mehr in der Krankenhalle zu liegen, seine eigene Kammer zu haben. Man hatte ihn hierher gebracht, unmittelbar nachdem er seine ersten Tätowierungen erhalten hatte. Er hatte den ganzen Tag gebraucht, um sich davon zu erholen. Und er hatte sich gefreut, dass ihn hier nicht die Auren lebender Wesen umgaben. Die Stille half ihm, sich zu entspannen. Nun lag er auf seinem Bett und berührte seine leeren Augenhöhlen. Er würde seine Augen nicht wiederbekommen, und solange kein lebendes Wesen in der Nähe war, war es leicht zu glauben, dass er sich nur eingebildet hatte, Auren zu sehen. Als wäre alles nur ein Traum gewesen. Das Gefühl der rauen Laken unter seinen Fingern zerstörte diese Vorstellung. Er war blind, hatte sich das selbst angetan, damit er die schreckliche Wahrheit nicht sehen musste, dass das gesamte Universum dem Untergang geweiht war, so wie seine Frau und sein Kind es gewesen waren. Weder er noch sonst irgendjemand konnte die brennende Legion aufhalten. Und wer etwas anderes glaubte, der war ebenso verblendet wie der Verräter. Natürlich war es leicht, sich in solchen Wahnvorstellungen zu ergehen, wenn man in einer Festung wie dem Schwarzen Tempel saß, umgeben von Truppen. In Wirklichkeit war aber kein Ort sicher. Falls die brennende Legion ihre Macht zum Einsatz brachte, würde der Schwarze Tempel fallen wie die Sandburg eines Kindes, wenn ein Riese danach trat. All die Kämpfer, die dort draußen gerade mit ihren Waffen übten, würden sterben, wenn die Schreckenslords kamen, um einzufordern, was der Legion gehörte.
Sargeras, der Titan, der das gesamte Universum stürzen wollte, würde triumphieren. Diese Wahrheit war unabänderlich und er selbst war der Erste, der sie erkannt hatte. Wendel hielt inne. Wo war dieser Gedanke denn hergekommen? Er hatte den gefallenen Titan in seiner Vision gesehen. Das musste es sein. Ein Teil von Illidans ursprünglicher Vision war durch das Ritual auf ihn übergegangen. Das ergab Sinn. Aber warum fühlte er sich dann manchmal so, als hätte er keine Kontrolle über seine eigenen Gedanken? Die Tätowierungen fesselten den Dämon in seinem Inneren. Er konnte nun nicht mehr entkommen. Wendel fuhr die Linien mit den Fingern nach, spürte die Energien, die seinen Körper zeichneten. Dann berührte seine Hand etwas anderes, etwas Kaltes und Hartes. Im ersten Moment hielt er es für ein Stück Metall, aber dann erkannte er, dass es in seiner Haut steckte. Er berührte sein Gesicht und dort ertasteten seine Finger dasselbe. Wendel erstarrte, von eisigem Grauen erfüllt, als er erkannte, dass sich sein Körper verwandelt hatte. Eine Hand betastete die andere und langsam dämmerte ihm, was geschehen war. Jede Stelle an ihm, die mit dem Blut des Dämons in Kontakt gekommen war, hatte sich verändert. So wie es sich anfühlte, waren ihm dort Schuppen gewachsen. Womöglich war dies nur der Beginn eines Prozesses. Als er in der Krankenhalle gelegen hatte, war seine Haut noch normal gewesen, dessen war er sich sicher. Erlebte er gerade die erste Phase einer Transformation? Verwandelte er sich gerade in einen Dämon? Es schien durchaus möglich, schließlich hatte er keine Ahnung, was man ihm wirklich angetan hatte. Wer sagte, dass Illidan ihn nicht belog? Falls er seinen Absichten diente, war ihm so etwas definitiv zuzutrauen. Die Verwandlung hatte begonnen, nachdem der Dämon durch die mystischen Tätowierungen gefesselt worden war. Es musste so sein. Als er heute Morgen aufgewacht war, war er jedenfalls noch er selbst gewesen. Ganz sicher. Begann der Dämon vielleicht seinen Körper zu beeinflussen, weil er seinen Geist nicht länger manipulieren konnte? Wendel rieb sich die Schläfe mit den Fingern. Dann betastete er die Fingerkuppen der linken Hand mit denen der rechten. Die Nägel waren lang und scharf und hart wie die Klauen einer Raubkatze. Sein Zahnfleisch schmerzte und er betastete seinen Mund. Ja, die Eckzähne ragten lang und scharf aus seinem Kiefer. Ihm waren Fänge gewachsen. Tiefschwarze Hoffnungslosigkeit legte sich über ihn. Er hatte nach der Macht gestrebt, Dämonen zu bekämpfen. Doch stattdessen verwandelte er sich nun selbst in einen. Er wurde zu dem, was er am meisten hasste. Wie viel Zeit blieb ihm noch, bis er selbst dort draußen umherstreifte und die Kinder anderer Elfen töten würde? Er hatte den unnatürlichen Zorn gespürt, den der Dämon in ihm entfesselt hatte. Er kannte seine Kraft. Wie konnte er hoffen, so etwas zu kontrollieren? Vielleicht war das Beste, er brachte sich um, bevor es dazu kam. Wendel setzte sich auf und tastete nach dem kleinen Tischchen neben dem Bett. Sein runbesetzter Dolch lag dort, gemeinsam mit dem Glücksbringer, den er für Kariel angefertigt hatte. Er nahm ihn in die Hand und dachte an seinen toten Sohn. Was würde der wohl denken, wenn er seinen Vater jetzt so sehen könnte? Er würde nur ein Monster sehen, eine Kreatur, die sich zu einem weiteren Kindermörder entwickelte. Wendel sagte sich, dass er nicht klar dachte, dass irgendetwas seinen Geist beeinflusste. Vielleicht waren es die Nachwirkungen der Tätowiermagie. Nein, du siehst klar zum ersten Mal seit langer Zeit. Du siehst dich so, wie du bist. Eine leere Hülle, die sich in das verwandeln ließ, was sie verabscheut. Und alles um einer Rache willen, die du nie haben wirst. Illidan ist verrückt. Du bist verrückt. An der Wahrheit dieses Gedankens ließ sich nicht rütteln. Wendel war verrückt, war schon lange Zeit verrückt gewesen. Er hatte es schon lange geahnt und jetzt wurden alle seine Vermutungen bestätigt. Hass erfüllte ihn, aber diesmal war er gegen sich selbst gerichtet. Er nahm seinen Dolch und testete die Klinge mit dem Daumen. Sie war geradezu magisch scharf. Anschließend drückte er die Spitze unter den Rand einer der Schuppen und schnitt sie heraus. Es tat weh, aber der Schmerz schenkte ihm Kraft. Falls er alle Schuppen entfernte, konnte er die Verwandlung vielleicht aufhalten, wie ein Arzt, der die Fäulnis aus einer Wunde schneidet. Der Gedanke trieb ihn an, weiterzumachen, bis er mit seinem eigenen Blut bedeckt war und etliche Hautfetzen auf dem Boden lagen. Er fühlte sich schwach benommen und erst jetzt bemerkte er, wie viel Blut er verlor. Vielleicht würde er doch hier in seiner Kammer sterben. Etwas in seinem Kopf lachte über diese Vorstellung und ihm wurde klar, dass der Dämon nicht so gut festgekettet und längst nicht so schwach war, wie er gedacht hatte. Er war lediglich zu einer neuen Methode übergegangen, um ihn anzugreifen, indem er ihm die Gedanken verdrehte und mit seinen Emotionen spielte. Er machte sich all seine düsteren Gedanken und seinen Selbsthass zunutze, hatte Zugang zu all seinen Gefühlen, zu all seiner Scham. In gewisser Weise war er Wendel.
Der Elf richtete sich auf und während er zum Ausgang taumelte, verstummte der Dämon, so als hätte er seinen Fehler erkannt. Das Blut an Vandals nackten Füßen machte sie klebrig. Er betete, dass die Tür nicht verriegelt war, dann warf er sich mit aller Kraft dagegen. Sie flog auf und er stolperte in den Korridor hinaus, wobei er von einer Seite zur anderen wankte und an den Wänden entlang strich. Jemand rief: Noch einer! Hol Akama! Anschließend verlor er das Bewusstsein. Als Vandal erwachte, spürte er rings um sich wohltuende Energien. Die Stellen, an denen er sich geschnitten hatte, waren taub. Sie prickelten ein wenig, aber das Gefühl war beinahe angenehm. Jemand stand über ihm. Er roch wie ein Zerschlagener und seine Aura gleiste vor Magie. Seid ihr Akama? Vandals Stimme war schwach. Sein Hals fühlte sich staubtrocken an. Ja, und du bist Vandal. Es war keine Frage. Du hast Fürst Illidan offensichtlich beeindruckt. Er bat mich persönlich nach dir zu sehen. Seid ihr ein Heiler? Ja, ich tue, was ich kann, um den Kranken und Verwundeten zu helfen. Was bin ich? Krank oder verwundet? Ein wenig von beidem, würde ich sagen. Und noch etwas anderes. Da ist ein Makel an dir, der mir nicht gefällt. Was immer es ist, ich danke euch für eure Hilfe. Gern geschehen. Du hattest Glück, dass die Wachen dich noch rechtzeitig fanden. Du bist der fünfte der neuen Rekruten, der sich innerhalb der letzten beiden Tage das Leben nehmen wollte. Und du bist der einzige, der noch lebt. Ich wollte mich nicht umbringen. Wie würdest du es denn sonst nennen? Du hast dir ins eigene Fleisch geschnitten, bis du fast verblutet warst. Und hättest du eine Arterie erwischt, wäre das auch passiert. Was hat man dir angetan? Neben natürlicher Neugier schwang noch etwas anderes in Akamas Stimme mit. Etwas, das Vandal misstrauisch machte. Wisst ihr das denn nicht? Ich weiß, dass Fürst Illidan viele deiner Leute in diesen Hof befiehlt, aber nur wenige kehren von dort zurück und die sind fast bis zur Unkenntlichkeit verändert. Wenn er eine Armee aufstellen will, hat er eine seltsame Methode dafür gewählt. Rekruten zu töten führt nur selten zu einer großen Streitmacht. Falls ihr nicht wisst, was hier vor sich geht, stellt ihr besser keine Fragen. Fürst Illidan hat seine Gründe. Und würde er wollen, dass ihr sie kennt, würde er euch einweihen. Akama machte ein tadelndes Tz-Tz-Geräusch. Wie du meinst, hier im Tempel geht so einiges vor sich, worüber man keine Fragen stellt. Wie zur Antwort auf diese Worte erklang irgendwo tief unter ihnen ein donnerndes Brüllen. Es schien selbst die Steine zum Vibrieren zu bringen. Noch ein Monster, das für die Verteidigung des Tempels gefangen gehalten wird, brummte Akama. Vandal ignorierte den Zerschlagenen. Ein Erinnerungsfetzen zuckte ihm durch den Kopf. Vier andere hatten also Selbstmord begangen. Und was hatte Illidan gesagt? Dass womöglich nur jeder fünfte Rekrut die Transformation überleben würde. Vandal hatte geglaubt, dass es dabei nur um das Ritual selbst ging. Aber jetzt erkannte er, dass der Verräter offenbar auch von der Folgezeit gesprochen hatte. Mit einem Mal überkam ihn das Gefühl, dass er erst am Anfang stand. Das Schlimmste lag noch vor ihm.